Welcome back, Commander. In this tutorial, you will manage a larger column. So. That consists Tutorial für mehrere Kuppeln. Wollen wir dann mal gucken. Willkommen zurück, Commander. In diesem Tutorial wirst du eine größere Kolonie verwalten, die aus mehreren Kuppeln besteht. Deine Basis vergrößert sich stetig, sobald du versuchst, verschiedene Ressourcen auf der gesamten Karte zu sammeln, wird deine Kolonie unweigerlich aus mehreren Kuppeln bestehen. Dieses Tutorial bereitet dich auf viele typische Situationen vor, die in einer großen Kolonie auftreten können. Ja, hört sich gut an. So. Was ist mein erstes Ziel? Shuttles can transport resources. Shuttles können Ressourcen und Kolonisten über größere Distanzen hinweg transportieren. Normalerweise muss die komplette Technologie des Shuttles fliegen in der dünnen Marsatmosphäre ermöglicht, erst erforscht werden. Alles klar. Gut, okay. Mit anderen Worten, ich habe mal wieder Luxus hier und habe das alles schon erforscht. Habe ich das jetzt da gebaut? Ich bin mir unsicher, weil hier passiert nichts. Ah doch, da passiert ganz viel, okay. Ja, dann machen wir mal hier auf dreifache Geschwindigkeit und dann passt das schon. Auf geht's! Ja, komm, ein bisschen schneller hier. Warum muss es denn so weit weg sein? Okay, es ist auch noch nicht ans Stromnetz eingeschlossen. Ich habe erst kurz gehofft, dass ich das vielleicht nicht brauche. Das war hier, glaube ich, nicht schon. Zack, zack. Bau das Kabel. Jawohl, perfekt. Arbeitsplätze außer Funktion. Jetzt, da wir über funktionierende Shuttles verfügen, ist es an der Zeit, eine Abbaukuppel zu bauen. Kolonisten können in Gebäuden arbeiten, die knapp außerhalb der Kuppel stehen. Dazu zählen Extraktoren für Metalle und Edelmetalle. Da für die Extraktion solcher unterirdischen Vorkommen Kolonisten benötigt werden, empfiehlt es sich, Kuppeln wie in dieser Situation in der Nähe solcher Vorkommen zu platzieren. Okay. Bauen Sie einen Edelmetallextraktor neben einem Edelmetallvorkommen und verbinden Sie. Ja, gut. Das wird mir vorher sein. Das wird mir wahrscheinlich direkt wieder vorgegeben hier alles, ne? Warte mal, jetzt habe ich hier auch. Was war das jetzt? Das war da neben den Metallextraktoren, Betonextraktoren. Okay. Gut. So. Und ich muss es an Stromnetz anschließen, ne? Ja. Stromleitung. Aber direkt so eine komische Kurve. Gerade wird das sowieso alles nicht. Gau, gau, gau. Aber irgendwie bauen. Ah, jetzt bauen wir es. Aber die Leitung wird nicht gebaut. Wir müssen schon alles bauen hier. Unterkünfte. In der Abbaukuppel befindet sich noch kein keine Kolonisten. Wir müssen Wohnraum für sie schaffen, damit sie hier einziehen können. Sobald du einen Wohnraum hast. Ja, okay, gut, okay. Ich soll wahrscheinlich jetzt hier so einen Wohnraum bauen, ne? Ja. Eine Wohnanlage, einmal bitte dort. Und einmal eine Weltraumbar. Ja, kann ich das drehen? Da. Und dann wollen sie noch was. Sie wollen noch eine Lebensmittel. Warum denn da? Das ist doch vollkommen blöd da platziert. Aber naja, gut, okay, es ist das Tutorial. Ich habe keine Wahl. Ich muss es ja so machen, wie das Spiel mir sagt. Ich hätte es lieber anders platziert, muss ich gestehen. Aber gut. Wenn das Spiel mir halt keine Wahl lässt, machen wir es halt da. So. You can set up filters. Kolonisten filtern. Du kannst für jede Kuppe Filter festlegen, damit Kolonisten mit erwünschten Eigenschaften sich dort niederlassen und Kolonisten mit unerwünschten Eigenschaften von dort wegziehen. Also ich kann nicht nur entscheiden, gezielt, wer die
guten Eigenschaften hat und auf Mars überhaupt kommen darf, sondern ich kann auch sogar bestimmen, wo wer leben darf. Noch Eigenschaften sortieren. Okay, gut. Diese Kuppe befindet sich in der Nähe von Edelmetallvorkommen. Damit eignet sie sich perfekt als Bergbau. Es wäre am besten, Geologen davon zu überzeugen, hierher zu ziehen. Und weil wir sicherlich wollen, dass Forschungsgruppe alle Wissenschaftler bekommt, verbieten wir ihnen, sich dieser Kuppe... Was? Dass die Forschung alle Wissenschaftler bekommt? Verbieten... Warte mal. Und weil wir sicher gehen wollen, dass die Forschungsgruppe alle verfügbaren Wissenschaftler bekommt, verbieten wir ihnen, sich in dieser Kuppe niederzulassen. Okay. Also, warte mal. Ich gehe in Spezialisierung. Ja, aber wie mache ich das denn? Hallo? Ach so, okay. Wissenschaftler dürfen nicht, Geologen müssen. Nächste Kuppel. Diese Kuppel dient zu Forschungszwecken. Wir raten dafür zu sein, dass Kolonisten mit der Spezialisierung Wissenschaftler dort niederlassen, weil sie sicher gehen wollen, dass die Abbaukuppel. Ja, okay, gut. Also mache ich das jetzt hier wahrscheinlich andersrum. Dass ich genau. Boah, das ist aber schon gemein hier. Ne? Also, so ist ja alles vorgeschrieben hier. Aber naja, gut, okay, so ist das halt, wenn man bei mir in einer Kolonie leben will. Man muss sich fügen. Dritte Kuppelkolonisten können mit Hilfe von Shuttles von einer Kuppel in die andere übersiedeln oder zu Fuß, wenn sie nah genug aneinander liegen. Allerdings können sie nicht tägliche Gebäude nah. Warte mal. Tagtägliche Gebäude in nahegelegenen Kuppeln besuchen, es sei denn, sie sind mit der eigenen Kuppel verbunden. Um Kuppelverbindungen zu demonstrieren zu können, müssen wir erst eine neue Kuppel in der Nähe unserer Forschungskuppel bauen. Ja, super, okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe wahrscheinlich wieder keine Wahl. Nein, habe ich nicht. Gut. Ja, baut mal bitte. Ihr macht das schon, ihr kleinen Rakata, ne? Los geht's. Bauen wir eine dritte Kuppel. Ah, okay, mit diesen Shuttles hier, die landen dann davor. Okay. Okay. Warte mal, muss ich die nicht dann auch direkt mit? Warte mal. Vorbeugen hier. Obwohl, nee, da steht nicht, dass ich die mit Strom und Wasser versorgen muss. Also lass ich es mal erstmal sein. Das schaffen die schon. Also, das müssen sie ja jetzt irgendwie schaffen, ne? So. Ja, baut mal ein bisschen schneller hier. Das ist halt echt so interessant, wie das Spiel funktioniert. Aber ich. I like it. Das wird sicherlich. Ziemlich witzig werden, das Projekt, glaube ich. Sieht so aus, als wenn die brennen würden, aber nein, die brennen nicht. Oh, ich habe jetzt wieder alles vergessen. Ich muss bestimmt. Das wird lustig, wenn ich dann so Sachen vergesse, die essentiell wichtig sind. Aber das wird sicherlich auch kommen. Und irgendwie bin ich dagegen, dass ich von Aliens angegriffen werde. Also, nee. Nee, warte, ich werde einfach nicht angegriffen, habe ich gerade so beschlossen. Ich habe da einfach keine Lust drauf, angegriffen zu werden. Erstmal aber nicht. Da meine zwei Gehäufe haben, sobald sie in die beiden Kuppeln miteinander verbunden sind, die können es nun auch in alten Kuppeln Arbeitsplätze. Okay, wir machen das jetzt. Da? Achso, jetzt sollen wir hier erst wieder so Zeug an bestimmten Positionen haben. Okay. Noch eins. Boah, jetzt aber hier. Halleluja. Jetzt wollen sie aber ganz ordentlich beide Kuppeln ineinander verbunden. Ja, aber die sind ja noch nicht miteinander verbunden. Die sind doch nur jetzt hier so nebeneinander. Ah, jetzt kommen die Durchgänge. Kuppeln, die nebeneinander liegen, können nur hier durchgängig verbunden werden. Mit Hilfe von Durchgängen können Kolonisten sicher zwischen Kuppeln hin und her reisen, um dort Arbeitsservices zu suchen. Verbindende Forschungskuppel, nur gebaut mit einem Durchgang, alles klar. Jetzt sind wir soweit. Durchgang.
dachte, ich muss das in der Kuppel anfangen. Ich dachte, ich kann hier diese Dinger benutzen. Ah, okay. Dafür brauche ich also auch so... Ja gut, okay, das ist jetzt vielleicht... Und nicht gut, nicht klug platziert, aber es ist ja alles nicht so schlimm. Jetzt wird's unverschämt. Was heißt, jetzt wird's unverschämt? Also, ich weiß gar nicht, was du meinst mit jetzt wird's unverschämt. Ja, jetzt wird's unverschämt. Die können doch hier nicht... Also, ich bitte dich. Ich weiß auch jetzt, worauf es bezogen ist. Aber ja, ich finde das unverschämt. Kann ja wohl nicht wahr sein. Wollen die Sachen von mir? Die wollen essen, hallo. Ich habe hier nicht mal Sauerstoff angeschlossen in dieser Kuppel. Good job. Davon muss ich können essen. Ja, ist eine Arbeit auf dem neuen Gebäude. Hydrokulturen Farm in der dritten Kuppel aufnehmen. Der Durchgang dient außerdem dem Austausch von Strohwasser. Ah, okay. Okay, gut, ich habe nichts gesagt. Das meint also das Ding. Also merke für später einfach immer nur eine Kuppel bauen und dann ganz viele Kuppeln da dran anschließen, dann passt das schon irgendwie. Some buildings can have upgrades that can improve. Manche Gebäude verfügen über Upgrades, die sie auf verschiedene Arten verbessern können. Alle Upgrades werden durch die Erforschung bestimmter Technologien freigeschaltet und sind mit Baukosten verbunden. Darüber hinaus erhöhen manche Upgrades den Ressourcenverbrauch eines Gebäudes. Verwenden Sie die Forschungsanzeige, um die Technologie-Extraktionsverstärkung zu erforschen. Okay, ja, das ist ja jetzt hier wieder klar, dass ich hier wieder alles so vorgeschrieben bekomme, ne? Ja, gut. Ja, gut. Passt schon. Ja, hallo, die wollen bei mir auf dem Mars wohnen. Da müssen sie ja auch mal so überlegen, was das bedeutet, ja? Also, was ich da alles für die Opfer und so, ne? Also, ich bitte dich. Forderungen stellen ist nicht akzeptiert. Wie lange braucht denn diese Forschung? Boah, 16% erst. So, was haben wir hier oben? Hier oben läuft auch alles. Da ist gut. Wie alt ist die Forschung? 22%. Ich bin zu ungeduldig. Erforsch schneller. Aber voll cool, wie nah man hier ranzoomen kann. Oh, guck mal hier, da ist ja so ein... Ja, du isst den ganzen Tag da nur, oder was? Stehst du auch mal auf und arbeitest? Guck mal, jetzt seid ihr schon so zwei Stunden nur am Futtern hier. Hallo? Also... Schlafen zu. Okay, vielleicht auch nicht. Glückwunsch, die Forschung wurde abgeschlossen. Dir steht jetzt ein neues Upgrade für deine Extraktoren zur Verfügung. Das Upgrade wird nicht automatisch bei deinen Gebäuden aktiviert, muss erst gebaut werden. Wähle den Wasserextraktor und anschließend. Okay. Ja. Nice work. So. Gerade jemand? Hallo, schläft gerade jemand? Nee, das ist ein Igel, der kann man ja auch mit alle Sonnen zugucken. Dahinter schläft auch keiner. The upgrade has been constructed. Manche Upgrades verbrauchen mehr Strom und Wasser, solange sie aktiv sind. Upgrades können ein- oder ausgeschaltet werden und dafür eingeschaltet werden. Ja, sinnvoll, wenn dann mehr Strom auf einmal weg ist. Der ist der, der ist weg. Okay, der ist nicht mehr. Ich muss einfach arbeiten. Das Kontrollzentrum erstreckt voller Informationen über die Kolonie. Dort findest du sowohl verschiedene Messwerte von deiner Kolonie als auch Übersichten über Kuppeln, Gebäuden, Kolonisten und Transporte. Ziel, öffne das Kontrollzentrum und probiere es aus. Warte mal, machen wir jetzt hier so ein bisschen. Tschüss, stop it right now. Allgemein Geld, Forschung. Ah, das ist sowas, ich bekomme. Okay. Das ist auch das, was ich produziere und wie viel ich mache. Nee, das ist das, was ich habe und was ich produziere. Das sind meine Ressourcen. Ja, das sieht aber im Moment gut aus. 110 Gebäude, Kuppeln habe ich 3, Stromerzeuger 31.
Gesteinsabfälle. 76, ja gut, okay, dann kann man das Gestein nicht irgendwie noch benutzen. Kann man auch dachlos. Okay, das ist schon mal gut. Problem haben wir natürlich auch keiner. Was, haben wir denn für eine schöne Grafen? Transport, ja gut, okay, das sagt mir jetzt im Moment noch nicht so viel, aber Wasser, warte mal, produziert ist das und benötigt. Ja, gut, okay, das ist ja dann genau das, was ich auch produziere, was sozusagen, das passt ja alles, Treibstoff. Ja, auch relativ interessant. Sauerstoff ist auf jeden Fall interessant. Produziert auf jeden Fall überkonsumiert. Das ist wichtig. Okay, also da kann ich dann so Graphen angucken, das ist schon mal ganz praktisch. Produktion. Produzieren wir mal viel Strom hier, oder ist das hier? Warte mal. Nee, das ist Produktion, ne? Oder die produzieren? Okay, das sind ja mit einem Windrad und man sollte gerade sagen, ja, weil viele Gebäude Strom produzieren. Achso, und dann sehe ich hier auch den Verbrauch. Okay, das ist auch gut. Alles Netunar Kuppeln. Da bin ich dann da. Ja, gut, okay. Ja, zurück. Kolonisten. Ach, da habe ich so eine Liste von. Eigenschaften, Idiot. Das ist eine schöne Eigenschaft. Idiot, ich glaube, als ihr fähig. Feigling. Also den hätte ich ja nicht auf in meine Kolonie gelassen. Ich wollte es nur mal so gesagt haben. Oh Mann. Ja gut, okay. Transport. Das läuft auch alles. Stromnetze. Okay, da kann ich meine Netze angucken. Lebenserhaltungsnetze. Okay, das ist dann das Wasser und Gebäude. Gebäudefarben? Okay, ich kann die Rakete und so einfärben, aber ich muss sagen, ich finde sie in Surviving Mars am natürlichsten. Ich kann meine Kolonie auch umbenennen, das brauche ich jetzt aber auch nicht, glaube ich. Passt schon. Glückwunsch, Kommandant, du hast die Trainingssimulation der internationalen Mars-Mission erfolgreich abgeschlossen. Das Team der Einsatzleitung kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen und unter deiner Führung zu arbeiten. Die Eroberung des Mars stellt eine große Herausforderung da, doch mit einem erfahrenen und einfallreichen Kommandanten wie dir erscheint die Aufgabe jetzt ein wenig einfacher. Die Kolonisierung des Mars steht bevor. Viel Glück, Kommandant. Und möge der Kosmos mit dir sein. Ja, möge der Kosmos auch mit euch sein, würde ich sagen. Ne? Damit haben wir alle Tutorials abgeschlossen und uns sozusagen perfekt auf ein neues Spiel vorbereitet. Ich weiß nur nicht, ob wir jetzt heute schon mit einem neuen Spiel anfangen würden. Ich würde sagen, nein, Tatsache. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Stream. Und dann fangen wir im nächsten Stream ganz entspannt die Kolonialisierung des Marses an. Und hören für heute Tatsache schon wieder auf. Jetzt ist die Frage, kann ich euch irgendwie noch weitersenden? War zwar heute nur ein kurzer Stream, auch kürzer als geplant, aber es ist ja auch nicht so schlimm, muss ja nicht immer alles ewig lang sein. Dann fangen wir mit in der nächsten Woche dann mit der Kolonialisierung an. Mal gucken, ist hier jemand online, den ich... Nee, ist keiner online, alles klar, gut. Dann beende ich den Stream an dieser Stelle. Ich wollte gerade sagen, war kurz und knackig, wir haben sehr viel gelernt in dem Stream jetzt. Wir werden dann nächste Woche mit der Kolonialisierung, wie gesagt, anfangen und den Mars für uns hoffentlich erobern. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, bin damit raus und sage bye bye.